Die Spielvereinigung Bayreuth hat gestern gewonnen, deshalb müssen die Bayern Amateure heute unbedingt nachziehen, um die theoretische Chance auf den Titel am Leben zu erhalten. Vor dem Gegner ist die U23 des Rekordmeisters, wie gewohnt ganz in Rot, allerdings gewarnt. Der TSV 1860 Rosenheim siegte unlängst bei eben diesen Bayreuthern mit 4:0 und hat allgemein in den letzten Wochen den bereits mehrfach zum Zugreifen bereiten Abstiegsgespenst immer wieder ein Schnippchen geschlagen. Wegen eines Hagelschauers begann das Spiel etwas später, nahm dann gleich den erwarteten Verlauf. Die Bayern mit Spielkontrolle, Rosenheim konterte und hatte auch den ersten Abschluss der Partie. Christoph Fenninger, der alle seine 7 Saisontreffer jetzt in der Frühjahrsrunde erzielt hat, schießt jedoch drüber. Im direkten Gegenzug dann aber auch die Hausherren gefährlich und wie. Emilia Metu wird da perfekt freigespielt und lässt sich nicht zweimal bitten. Frühe Führung nach 9 Minuten. Und nur eine Zeigumdrehung später ist es wieder der 19-Jährige, der sein Saisontorkonto binnen 60 Sekunden mal locker verdoppelt. Wobei das hier nicht mehr allzu schwierig war. Traumstart insgesamt für die Bayern Amateure. Den 60ern wehte dagegen nun eine steife Bayernliga-Brise um die Nase. Die Gäste spielten aber auch in der Folge durchaus mit und kamen durch diesen Kopfball von Dominik Bacher zu einer recht guten Gelegenheit. Aber ähnlich wie zuvor gab es kurz darauf die Antwort der Bayern. Gabriel Vidovic mit viel zu viel Platz und den weiß er zu nutzen. Nach 20 Minuten roch es hier schon stark nach Vorentscheidung im Grünwalder. Und weitere Parallelität, auch der 18-Jährige, der zuletzt ja schon zweimal in der Bundesliga ran durfte, schnürt nach 24 Minuten den Doppelpack. Bereits jetzt also fast schon das Hinspielergebnis von 6:0 erreicht. Doch jetzt wollten endlich auch die Gäste mal. Sam Zander 2 Minuten später mit dem vorläufigen Ehrentreffer für den TSV. Ein absolut verrücktes Spiel bis hierhin. Danach beruhigte sich das Ganze aber doch etwas. Vidovic noch mit der Chance auf sein 3. Tor. Der Ball springt ihm aber zu weit weg. Ansonsten war es das aus einer spektakulären ersten Hälfte. Bayern-Kapitän Nicolas Feldherrn, der im Vorfeld der Partie übrigens sein Karriereende nach der Saison bekannt gegeben hatte, blieb in der Kabine. Liam Morrison ersetzte ihn. An der Überlegenheit der Gastgeber änderte das aber natürlich nichts. Vidovic holt in der 50. Minute das zuvor versäumte nach. Jetzt war er da, sein 3. Treffer der Partie. Rosenheim zeigte insgesamt zwar Moral, war in dieser Phase aber nur noch Sparringspartner. Belegt dafür das 6:1 von Grant Leon Ranos, der am Sonntag den Siegtreffer gegen Fürth erzielt hatte, nach 56 Minuten. Sah schon sehr nach Trainingsspielchen aus mittlerweile. Danach gingen die Hausherren eine Zeit lang deutlich runter vom Gaspedal, doch in der Schlussphase, da hatten sie noch mal Lust. Erst ist es nach einer Ecke Ranos, der ebenfalls einen Doppelpack schnürt. Per Kopf markiert er nach 80 Minuten sein 3. Saisontor. 5 Minuten später trug sich dann auch Malik Tillman noch in die Torschützenliste ein. Sein feiner Lupfer zum 8:1 war der Schlusspunkt. Ja, zumindest nochmal Kompliment für meine ganze Truppe. Wir haben die letzten 3 Spiele genau hier im Grünwalder Stadion die 9 Punkte geholt. Das ist nicht nur wichtig für uns, sondern auch für die richtigen, loyalen Amateur-Fans, kann man sagen. Aber die sind immer da, die kommen zum Grünwalder Stadion, genauso bei Anne Beta. Und haben wir nochmal einen guten Sieg für die geschenkt, kann man sagen. Jetzt steht es fest, die Planungen bei uns vereinsintern für die Bayernliga, die laufen ja schon seit ein paar Wochen. Also dementsprechend ist jetzt das nichts, was uns total überrascht. Auch aufgrund dessen nicht, weil wir im Sommer bei der Kaderzusammenstellung nach der langen Corona-Pause eben auch gewusst haben, dass wenn wir den Kader so zusammenstellen, wie er dann tatsächlich jetzt auch in der Regionalliga in der vergangenen Saison gestanden ist, dann konnte es durchaus passieren, dass wir ganz lang da hinten drin hängen. Die Bayern halten also den Abstand zu Bayreuth konstant bei 5 Punkten und schießen sich warm für ihre letzten 3 Spiele in Albstadt, gegen Burghausen und in Nürnberg. Für Rosenheim schließt sich dagegen, wie gehört, nicht ganz überraschend, nach 5 Spielzeiten vorerst das Kapitel Regionalliga.